Willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit Was wäre, wenn Deutschland den ersten Weltkrieg gewonnen hätte? Wir werden es herausfinden. Belgrader Congress argues for new order on the Balkans. Nö, wir werden auf alle Fälle Bulgarien unterstützen. Damit die anderen hier gar keinen Scheiß abziehen können. Und in Spanien bricht der Bürgerkrieg aus. Der spanische Bürgerkrieg. Ich das hasse, dass immer diese Musik kommt. Ich sag's euch immer wieder. Kurt von Schleicher, Ente, die VLP. Worum geht's denn hier genau? Ging quasi um ein Gespräch zwischen unserem guten Schleicher und Alfred von Hugenberg. Skandal, schreibt die Zeitung heute. Warum denn das? DKP bekommst du Ruling Party. Fake News, ganz klar. Zentrum bekommst du Ruling Party? Nee, warum will du meine Ruling Party gar nicht? Fake News, ganz klar. Gibt nichts darauf. Und der Bürgerkrieg ist jetzt hier wieder richtig am Eskalieren. CNT, FAI, gardistisches Spanien und das Königreich von Spanien, die sich gegenseitig die Fresse blutig schlagen. Wenn ich eigentlich nichts weiter mache, als darauf zu warten, dass wir irgendwann mal... ja, unsere Wirtschaft auf Vordermann bekommen. Was sich nur noch um Jahre handeln kann. Minus 5% Stabilität, wir bekommen mehr Power Gain und Intel Network Strength Gain. Und Paternal Autocracy geht hoch. Was? Corruption Investigation? Naja, über her mit den Ausgaben. Georg Michaelis ist auch noch gestorben. Die Leute sterben, wie die fliegen. Ausgaben gehen nach oben. Parteipopularität ist nicht vorhanden. Wir müssen unsere... ach so. Also paternal Autocrats sind wir. So, Irland darf gerne in den Reichspakt mit rein. Vor allem da die ja in der Zwischenzeit auch ganz Irland haben. Sind die auch relativ nützlich, glaube ich. 8 Divisionen. Eine Manpower von 13.000 Mann, was sind die anderen so? Ukraine hat 420.000. Polen, Litauen. 260.000, also 23 Divisionen, also die sind bestimmt eine kleine Hilfe. Belgien hat auch ein bisschen aufgerüstet, oder? Ja, doch. Aber jetzt schon 4 Divisionen. Die hatten mal nur noch 3 Divisionen, also haben richtig hoch gepumpt, was Truppen angeht. Paraguay hat Argentinien den Krieg erklärt. Expedition nach Tibet, das Ahnenerbe. Die Forschungs- und Lehrgemeinschaft Ahnerbe hat Dr. Ernst Schäfer nach Tibet geschickt, um die Geschichte der mystischen Stadt Agartha zu lösen. Naja, schauen wir mal. Chile gegen Argentinien. Und die Russische Republik hat den Zar zurückgebracht. Also Argentinien ist wieder im Krieg mit allen Nachbarn. Das kennen wir schon irgendwo. Und hier ist, wer ist das jetzt hier? Er ist der neue Boss Meng oder was? Oder wie? Der Vsevolodov, der Erste. Und Deutsch-Mittelafrika ist im Krieg gegen Portugal. Das ist interessant, weil sonst konnte man da noch irgendwie Einfluss drauf nehmen. Hier aber nicht. Aber das sieht mir jetzt für Portugal nicht allzu gut aus. Portugal wird wahrscheinlich seine Kolonien hier relativ schnell verlieren und Russland hat Alash Orda den Krieg erklärt. Ist für Alash Orda natürlich nicht ganz so einfach, das zu gewinnen. Russland ist natürlich deutlich stärker. Meine Befehle sind klar. Verteidige ich aktuell die Hauptstadt, übrigens New Orleans. Das ist so meine Intention hier. Chillen. Nichts machen. Gammeln. Und hat irgendjemand kapituliert, glaube ich schon, oder? Oder was ist das hier? United States of America sehe ich hier überall. Die sind aber eigentlich da unten. Für die sieht es auch nicht allzu gut aus. Dominion of New England ist aktuell neutral. Die sind irgendwie, gehören die mit zur Ente. Bertolt Brecht requests Visa. Er ist quasi ein Syndikalist aus dem Rheinland und möchte jetzt hier irgendwo Krawall machen gehen. Da soll er mal in Amerika Krawalle machen. Schauen wir mal, was da passiert. Wird schon schief gehen, hoffe ich nicht. Auf alle Fälle muss ich gucken, dass wir dieses Mal mehr Division haben. Ich meine, wie gesagt, das ist eine super Hilfe für uns, dass Britannien so geschwächt ist. Den fehlen da oben alleine. Naja, gut.
genau, Startinfos hier eigentlich nicht so wirklich, ne? Ein doch hier. Naja, sagen wir mal 4 Millionen. Knapp über 4 Millionen Mann. Dann Irland sind natürlich auch nochmal ein paar Millionen Mann, denen die da fehlen. Und dann Wales natürlich auch nochmal mit 2,37 Millionen. Also denen fehlt schon einiges am Manpower. Also das würde ich jetzt überhaupt nicht unterschätzen von Seite der Briten. Die haben zwar immer noch die bevölkerungsreichsten Gebiete mit, aber naja, fehlt trotzdem an allen Ecken und Kanten was. Darf man jetzt nicht ganz vergessen. Und wir können uns jetzt eigentlich auch schon mal ein bisschen um die 38er Forschung der Waffen kümmern. The Tsardom unites Russia. Super. Was wir jetzt noch nebenbei machen ist, wir unterstützen das Königreich von España. Das ist the least what I can do. Weniger kann ich nie machen. Königreich von Spanien, ja, hoffen wir mal, dass die da ein bisschen was auf die Reihe kriegen. Politischer Machtzuwachs ist wieder irgendwo bei 1 angekommen. Das Investitionsprogramm, was wir jetzt machen, wird uns auf alle Fälle viele Probleme lösen. Und Serbien, jetzt geht's los, ja, jetzt geht's los da unten. Die Bulgaren kriegen es natürlich auch von allen auf die Schnauze. Dann schicken wir da auch noch, wobei das sind schlechte Templates. Wir nehmen die guten, in Anführungsstrichen. Das sind auch nicht die guten Templates. Warte mal ganz kurz. Infanterie-Division, das sind guten Templates. Hä? Habe ich überhaupt Divisionen von denen? Die zwei sind's. So, auf nach Bulgarien. Ganz Stellvertreterkriege hier, ey. Schlimm. Schlimm. Vierte Balkankrieg. Wer es lesen will, ihr wisst Bescheid. Aber es ist sicher, Bulgarien wird sich sicherlich hart wehren. Dessen sind wir uns alle bewusst. Ah, wir können Bulgarien auch noch Support schicken. Das machen wir natürlich gleich mal. Pro-Propaganda können wir auch mal machen. Warum nicht? Ja, wir unterstützen Bulgarien mit allem, was wir haben. Dürfen auf keinen Fall verlieren. Research Treaty. 5000 Manpower, 20 politische Macht. 1000 Infanterie-Equipment. So, in Spanien versuchen wir auf alle Fälle mal Madrid zu halten. If possible. Unsere bulgarischen Divisionen sind auch eingetroffen. Dann gucken wir, dass wir direkt dort mit hineilen. Bulgarien wird aktuell nur von uns unterstützt. Ah, endlich. Endlich. So, dafür brauchen wir noch CIP3. Das andere können wir nachher auch noch machen, aber wir machen jetzt erstmal. Warum kann ich das eigentlich? Nee, das war ja entweder oder, ne? So, dann machen wir CIP3, dauert nur 35 Tage. In Anführungsstrichen. Dann haben wir das auch durch. Anti-Air brauchen wir jetzt eher weniger aktuell. Field Hospitals mag ich immer sehr. Könnte gerne ein bisschen schneller laufen. Hoffen wir, dass die bulgarischen Truppen hier standhalten. Weil sie natürlich jetzt von uns. Jawohl, das sieht gut aus. Auf geht's. Greifen wir den Hafen mal mit an. Und unterstützen das Ganze mit. Ah, weiß ich nicht. Habe ich. Jawohl, und hier ist nicht erlaubt. So, Kampfgeschwader. Jagdgeschwader. Die haben natürlich angenommen. Wir haben ein Limit von 170. Das sind 125. Dann schicken wir die noch mit dazu. Einmal kurz Emerging Watch. Gut, und dann auf geht's. Nach Bulgarien. Das sieht doch schon besser aus. Weil das wäre eigentlich Griechenland aktuell sogar. Mal kurz hin müssten. Alas Order hat as expected kapituliert. Jetzt habe ich nur leider keine Infos mehr über den Kampf hier. Bisschen Luftunterstützung ist auf alle Fälle mit drinne. Es genügt aber. Es ist so buggy irgendwie. Ja, ratatatatat. 1000 Angriffe. Das klappt so leider nicht. Ja, niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Es war nie einfach, es sollte nie einfach sein. Es ist 1937. Na, schau, schon 6 Divisionen. Denke mal auch, dass Österreich uns später natürlich dann auch wieder helfen wird, wenn es soweit ist.
Gut, dann geht jetzt erstmal dort mit hin. Das scheint mir zu gewinnen aktuell. Wenn das andere nicht funktioniert, dann machen wir es halt so. The Constitutional American Republic declared war, oder declared war on the Western Command Center. Was für Western Command Center? Soll ich das hier unten eigentlich? Tierra Sagrada de Nuestra Señora de la Santa Muerte. Digga, was? So ein Fick. krass. The Western Command Center. Irgendwie war da irgendeine Partei, war noch nicht miteinander im Krieg. Haben sie es mal eben kurz geändert. Und wieder weiter nichts machen, als einfach nur ein bisschen verteidigen. Haben sie es echt geschafft, davor zu pushen, ne? Mal Luftwaffe. Ja, wir haben ein paar Flugzeuge. Das ist aber halt auch nicht das große Ding. So, Goldstandard. Black Monday ist nur noch leicht da jetzt. Wird sich weiter verbessern. Wir bauen jetzt auch schon erstmalig wieder ein paar Fabriken nach anderthalb Jahren. So. Suchen wir das Ganze nochmal. Machen sogar eine Offensivlinie diesmal. Ne. Planen hier eine Offensive sogar. Wenn der Bonus voll ist. 44% ist das Maximum. Wenn der Bonus voll ist, dann können wir weitermachen. Rumänien geht den aktuell auch auf den Sack. Albanien unterstützt hier ebenfalls. Österreich allerdings nicht. Die unterstützen interessanterweise karlistische Spanien und die American Union. Ja gut, American Union State unterstütze ich ja auch. Da ist jetzt nichts Ungewöhnliches dabei. Und jetzt bröckelt das Ganze, während Atlanta gefallen ist. Aber wie wir sehen, das Rashidi Empire ist, Emirat ist auch weg. Genauso wie die griechischen Soldaten in Thessaloniki. Und damit können wir uns eigentlich jetzt ein bisschen an die rumänische Front orientieren. Sehr schön. Dann auf nach Norden. Mal da gucken, dass wir das Ganze abdecken, so gut wie es geht. Luftwaffe schicken wir jetzt hier hin. Ich würde fast schon sagen, geht mal dort ein bisschen weiter hin. Könnten sogar nochmal 25 weitere Flugzeuge dahin schicken. Ja, auf dem Papier funktioniert das nochmal besser. So, geht hier auch mal mit runter. Jedes weitere Flugzeug ist gern gesehen. Das sind übrigens nur Bomber, ne? Das ist der einzige Nachteil. Die machen nicht so viel Schaden, leider. So, trotz allem, Finish Black Money Reforms. Und damit sind wir diesen Scheiß endlich komplett los. Nach vielen, vielen Jahren des Leidens und der Qualen. So, dann müssen wir als erstes mal gucken, dass wir Pleven zurückerobern, hätte ich mal gesagt. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Die werden da weiter vorpushen gleich. Kann ich noch mehr Truppen euch schicken? Ne. Bringt ihr dann die Offensive rein, so mit euch zur Unterstützung? Nicht so wirklich. Die halten auch noch irgendwie heldenhaft stand, keiner weiß wie. Gibt es da Flugzeuge mit drin, die machen aber irgendwie nichts. Meine Befehle, immer noch klar. Erstmal mehr Einheiten rekrutieren. Also Pleven ist wieder gefallen. Auch diesen kleinen Push der Rumänen können wir wieder zurückdrängen. Die hängen überall rum, ne? Ich sag's euch, das ist so ekelhaft. Ich hätte auch gerne mehr Divisionen hier, aber geht nicht. Verbessern wir unsere Dive-Bomber nochmal eine Stufe. Die Islamic Federation of Turkestan hat Russland den Krieg erklärt. Das weiß ich jetzt nicht, warum man das machen würde. Sage ich euch ganz ehrlich. Diese Entscheidung kann ich jetzt nicht komplett nachvollziehen aktuell, aber was weiß ich schon. Okay. Die Lyrische Republik denkt sich so. Ah ja, by the way. Lass mal Krieg spielen. Gegen Österreich, Ungarn. Den Rest des Bündnisses. Haben aber einiges an Truppen, also das ist relativ interesting. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Russian Voting Rights. Ich halte mich hier.
Ich enthalte mich. Ich sag da nichts zu. Slowenien hat auch den österreichischen Empire den Krieg erklärt. Eieieiei. Kanada greift den amerikanischen Bürgerkrieg ein. Leider auf der falschen Seite gefühlt. Aber die greifen nachher wahrscheinlich auch alle an. Keine Ahnung, mal gucken. Die Pacific States of America. Oh nee, das ist scheiße. Ich hoffe nicht, dass die gewinnen. Das sind eigentlich die bösen Jungs. Wenn die gewinnen, das wäre ein Problem. Die Pacific States. Und das würde dafür sorgen, dass wahrscheinlich die französische Kommune noch Unterstützung bekommt, was wir um jeden Preis eigentlich vermeiden sollten. Eigentlich die Black Money Effekte sehen noch nicht ganz jetzt, aber gleich. So, the most recent vote has passed by a majority, it will now be implemented. Das heißt, Russland hat sein Voting-Recht wiederbekommen. Können sie sich aufs Brot schmieren. So, Reform Mitteleuropa. Final Reforms, Democracy in Prussia. Mach erstmal hier unten weiter mit PIK2. Wir müssen unsere Wirtschaft ja auch ein bisschen verbessern. Peace with Andorra. Na endlich, ganz wichtig. So, ich gehe mal trotzdem davon aus, dass Österreich-Ungarn hier dieses Duell gewinnen wird langfristig. Werden sie uns jetzt hier versuchen kalt zu machen. Ja, das auch schaffen zum Teil. Trotz all meiner Bemühungen. Ja, Limit ist ausgeschöpft. Natürlich enttäuschend. Brauchen halt mehr Light. Ah, wobei Light Tanks, Chassis. Was mach ich denn hier? Brauchen mehr Truppen. Das andere, was wir brauchen, ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Artillerie. Meine Division halt ein bisschen stärker machen. So, dann Logistik mit rein. Was wir jetzt machen ist... Kurz gucken, ich hatte irgendwo noch so... Was ist das eigentlich für Dinger? Trashy Trash. Aber wir lassen die mal, weil da eine Panzer mit drin ist. Hat auch irgendwo so Trash Division, so waren die? Ah, hier. Auslandsfestungskommando, so schauen sie auch aus. Switch mit Infanterieausrüstung. Trainieren. Hat er viel Erfahrung verloren. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, Bulgarien hier zu helfen. Ich gebe mein Bestes. Unser Kampf. Der Propylen Verlag hat eine neue Buchserie angekündigt. Unser Kampf oder unser Struggle aus dem Weltkrieg, dem Ersten Weltkrieg. Gibt uns 10 politische Macht. Ah, apropos 10 politische Macht. Wir werden, da hier mal Army Logistics, dann Army Offensive. Was gibt's denn hier noch so? Sieht auch sehr knorke aus. Armor Attack, Artillery, Special Forces. Wo ist das ganz normale? Ah, hier, das da. Infanterie und Angriff, Verteidigung, rekrutierbare Bevölkerung. Die rote Flut. Ein weiteres Buch, was ich gerne durchlesen könnte, deswegen habe ich es kurz da gelassen. Max Entrenchment. Gibt es was mit Infanterie? Außerdem nicht. Ja, es gibt kein 10-10. Das ist übrigens das gleiche. Da suche ich mir einfach nur irgendeinen anderen aus. Hans Beidl oder Adolf Heusinger. Je nachdem, wie es da haben willst. Kannst da einen aussuchen von den beiden. Wo sind denn die Helikopter eigentlich? Ich habe irgendwelche Helikopter freigeschaltet und bekommen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich die erforschen kann. Auch relativ lustig eigentlich. Das sieht nicht allzu gut aus. So, Economic Boom. Sehr begrüße. Eh nur noch 29 Zivilfabriken für Bevölkerung. Oder 29 Fabriken für Bevölkerung. Das macht hier, das bringt uns natürlich wieder jede Menge Vorteile. So, hier wird man jetzt dann gleich komplett zurückgedrängt. Aber vielleicht geht der Krieg ja lang genug irgendwann und wir können dann noch da eingreifen.
Die Kämpfe hier laufen auch noch, aber Österreich pusht Stück für Stück. Steht kurz vor Zagreb und Krainburg, oder Krainburg, sobald die beiden fallen, wird es wahrscheinlich gewesen sein für die Jungs. Und wir können in der Zwischenzeit die nächste Collab in Frankreich starten. Und könnten jetzt eigentlich auch mal ein bisschen hier Upgrades verteilen. Okay, wir könnten jetzt Frankreich den Krieg erklären. habe ich aber aktuell absolut keine Intention. Auch wenn es schlecht ist für unsere politische Macht verlieren. Aber solange noch ein Österreich-Bürgerkrieg ist und Italien ist auch noch alles offen. Naja. Ich hoffe, dass die uns später gut gestimmt sind, sofern die den Krieg nicht gegen die Syndikalisten im Süden verlieren. Das wäre ja quasi das Schlimmste, was passieren könnte in so einem Fall. Meine spanischen Volunteers eigentlich, die gammeln auch den ganzen Tag nur rum. Es ist ein sehr interessanter Stillstand überall. Hier in den USA geht auch nicht wirklich was weiter. Hauptsache, ich habe über meine Truppen stehen, aber sie machen gefühlt alle nichts. lustig. Mehr Militärfabriken. Wie viele Fabriken hat in Frankreich aktuell so? 29 Militärfabriken. Wir haben ja immerhin 52 mal. Immerhin ein kleiner Vorteil. Planes nach Venezuela? Ja, gerne doch. Ich habe eh keine Planes, deswegen verschenke ich die gerne noch extra. Weil wir bauen ja immer ein paar Fighter und bauen auch ein paar Klaus Air Support. So ist es ja an sich nicht. Aber hier fehlt natürlich jetzt alles. Auch wegen unserer neuen Division. Bereit zum Ausrücken. Gut, gut, gut. Brauchen wir auch neue Leute. Schauen wir mal nach Asien. Maklik hatte auf alle Fälle hier gut aufgeräumt mit Tibet und so weiter. Ansonsten auch interessant, dass die Islamic Federation of Turkestan immer noch gegen Russland überlebt. Und sogar pusht gegen Russland. Wie auch immer sie das machen, aber gut, Economic Boom ist auch durch bei uns. Ja genau, das haben wir jetzt gemacht. Das ist das Beste, denke ich mal, Economic New Boom. Da sind wir auf alle Fälle durch. Jetzt könnte man Reform Mitteleuropa machen oder aber wir hauen jetzt hier Kurt von Schleicher durch. Der auch nochmal eigene Vorteile hoffentlich bringt langfristig. Schauen wir mal ganz kurz. Der Krieg dauert und dauert. Zagreb ist gefallen in der Zwischenzeit. Sieht nicht gut aus. Aber auch schön, der Kampf ist wirklich brutal. Denk mal, das ist ein relativ hoher Abnutzungskrieg. Wir schauen uns mal kurz das Ganze an. Falls ich es finde heute noch. Nee. Illyrien-Austrian War. Manpower ist ganz interessant eigentlich, ne? So schlecht sind die gar nicht. Aber die haben halt viel weniger Fabriken einfach. Verluste fast ausgeglichen. Bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Die haben hier sogar ein bisschen gepusht hier. Wie oben sie das geschafft haben, haben sich Villach erobert. Kurt von Schleichers Chancellorship. Ja, nachdem er quasi eingesetzt wurde, hat er hier quasi den Kaiser manipuliert und sein Ziel erreicht. Und hat ihn jetzt hier quasi kurz und knapp zum Reichskanzler gemacht. So, jetzt kann ich hier nichts anderes machen, oder was? Also wir müssen erstmal die Position of the Camarilla verbessern. Verbessert die Paternal Autocracy. Also das ist quasi, was wir jetzt machen. Verbessert unsere Paternal Dingenskirchen hier. Also unsere Partei, die Paternal Autokraten. Oh, was ist das denn? Kaiserreich Economic Policy. Nach 3 Jahren schwarzer Montag. Unsere Wirtschaft ist langsam auf dem Weg nach oben. Gut, Nachbarn, scheiß auf unsere Nachbarn. Wir investieren in unsere Heimat. Natürlich. Unsere Heimat lang genug gelitten. 150 ist alles, was wir haben können, oder was? Sie haben Mr. Co. Prosperity ist hier beigetreten. Na, viel Spaß. So, ich bin erstmal raus für heute, sage ich euch mal so. Wir können erstmal Mobile Warfare machen. Ich liebe Mobile Warfare. Und dann einmal auf Direct Ground Support. Und dann sage ich an der Stelle, Mikrowelle, bis zum nächsten Mal, haut rein, lasst sein. So ist fein. Tschüssi.